meine Lieben, heute habe ich natürlich wieder ein neues Video für euch. Ich habe mal wieder was bei NYX bestellt. Ja, als erstes habe ich erstmal über Shipito bestellt, falls euch das interessiert. Wenn es euch interessiert, fragt mich einfach in den Kommentaren. Ich beantworte euch das Wichtigste oder beziehungsweise das, was ihr wissen wollt. Ihr könnt auch bei, weiß ich was für Shops bestellen, Sephora, Anastasia, Beverly Hills und wie sie alle heißen. Also wenn ihr über Shipito bestellt, weil es wird dann dahin geschickt und da wird es dann weiter nach Deutschland geschickt. Ja, wie gesagt, wenn ihr darüber wissen wollt, einen Daumen hoch oder Kommentare, dann mache ich darüber auch noch extra ein Video. Jetzt zu NYX. Erstmal kam das in so einer süßen Spitzentasche, wenn ihr das sehen könnt. Das fand ich schon erstmal richtig süß. Ich meine, die kann man nochmal zum Verschenken oder so benutzen, ne? Also, finde ich echt gut. Ja, das erste, was ich bestellt habe, ein transparenten Wimpernkleber von NYX. Also der wird nicht nur transparent, so wie der Finger ist, sondern der ist auch transparent. Und ohne Latex, der hat, glaube ich, gekostet 4 Dollar. Und ja, ich hatte ihn gestern drauf. Es ist so eine Sache, dadurch anscheinend, dass da kein Latex drin ist, wird der so mega hart. Also er hält wirklich richtig gut. Also du musst wirklich die Wimpern dir rausreißen fast oder abreißen. Das Problem ist aber, er wird halt hart und nicht elastisch. Und dann hast du die ganze Zeit so, als hättest du Schlaf in den Augen. Und ach, das ist ganz unangenehm. Also ich weiß nicht. Ich probiere es nochmal aus. Aber so ganz überzeugt bin ich dann doch nicht. Dann meinen tollen matten Bronzer. Ich hatte nur so einen glitzernden und das fand ich immer blöd zum Konturieren. Jetzt habe ich mir einen geholt, der ist in der Farbe Deep und der ist halt so ein bisschen kühler, ein bisschen aschiger, halt am besten zum Konturieren und ach, der lässt sich super auftragen. Ich liebe ihn einfach. Also ich benutze ihn schon jeden Tag und ich bin schon voll überzeugt. Dann habe ich mir mal wieder ein Roll-On Shimmer gekauft. Den hatte ich ja schon in Gold oder Nude oder so. Jetzt habe ich ihn mir geholt in Oliv, weil ich dachte, zu den roten Haaren und zu den braunen Haaren passt Grün auch ganz gut. Kann man mal was ausprobieren. Ja, ist natürlich wieder genauso gut wie der Goldene. Ja, der sieht auch fast ein bisschen so aus wie der Goldene, weil der halt so ein, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht, so ein goldenen Schimmer hat. Ich glaube, ihr seht das gar nicht, ne? Doch jetzt so ein bisschen. Ja, der sieht halt ein bisschen golden eben aus, ne? Ups, jetzt ist gerade was umgekippt. Dann habe ich mir noch bestellt ein Glam Shadow Stick in der Farbe Elegant Marble oder Elegant Marble, wie auch immer. Das ist halt hier so ein Stift, den kann man rausdrehen, das ist halt so Lidschatten. Habe ich noch nicht ausprobiert, ich hoffe, der lässt sich gut verblenden und so zum Cut Crease machen, dass die sich ein bisschen hervorhebt. Habe ich mir so gedacht, der war auch im Sale für 2 Dollar. Dann zu meinen letzten 2 Augenprodukten. Einmal habe ich mir so ein kleines Tübchen gekauft. Das sind irgendwie Ultra Pearl Mania, so eine Pigmenta. Inhalt schwarz, weil da waren halt ganz viele coole Farben, aber ich konnte mich nicht entscheiden und dann dachte ich, naja, schwarz braucht man doch schon fast am häufigsten als so eine bunte Farbe. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das auftragen soll, ob ich dazu eine bestimmte Base brauche. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es als Swatch mal auf die Hand gemacht, das sah aus wie Dreck und dann dachte ich so, nee, das kann ja nicht sein. Aber ich werde es auch demnächst ausprobieren, ob ich, wie gesagt, eine Base brauche, ob es so geht, mit dem Pinsel, mit Anfeuchten, naja, wie das alles so halt, ne, so läuft. Ja, was habe ich denn noch? Ach, genau. Das sind bis jetzt eigentlich nur Sachen gewesen, die man eigentlich nicht unbedingt, die man auch im Douglas hätte, glaube ich, kriegen kann. Bis auf den Wimpernkleber, ich weiß es nicht. Dann einmal den Glam Liner Aqualux, den hatte ich auch in Gold. Euch bei meinem anderen Haul schon mal gezeigt, bei meinem Douglas Haul. Ja, den habe ich jetzt halt in Blau. Weil ich irgendwie im Moment gerade so ein bisschen auf Blau abfahre. Die Farbe ist auch mega geil. Ihr seht sie etwas am weiten Weg. Sie ist einfach. Das ist einfach. Aber ich liebe diese geilen Eyeliner. So, jetzt meine 3 Lieblingsprodukte. Meine Lippenprodukte. Einmal
Und ich habe es gestern schon ausprobiert. Es hält auf jeden Fall, was es verspricht. Der Ombre Lip Duo, ne? In Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde? Nee, Bonnie und Clyde. Jekyll and Hyde. Bonnie und Clyde, sorry. ja, der Eyeliner ist halt so eine dünne. Machen wir es jetzt mal ganz cool, so eine dünne Spitze. Na, könnt ihr das sehen? Der Liner ist halt so eine dünne Spitze. Und dann kommt hier so eine dicke Spitze. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen erkennen. Ja, also er hält auf jeden Fall, was er verspricht. Ich war gestern auf dem Abiball den ganzen Abend gehalten. Ich habe getrunken. Ich habe sogar ein bisschen gegessen, auch was Öliges. Es hat den ganzen Abend gehalten. Es sah richtig geil, ombre-mäßig aus. Was nur schwierig ist, ist halt das Auftragen wegen dem Liner. Der ist so ein bisschen doll weich und es geht vom Auftragen, aber der ist halt nicht so spitz. Und ja, man muss halt ein bisschen üben, aber das ist halt beim Lipliner generell so, wenn man dunkle Lipliner aufträgt, dass man da ein bisschen üben sollte. Ne? So, dann noch einmal diese NYX Liquid Suede, whatever, auch immer. Wie gesagt, mein Englisch ist nicht so super. In der Farbe Clubhopper, also LSC L23. Richtig schön, so die Verpackung und die Farbe ist auch mega. Ich zeige euch das mal. Ich finde nur, dass die Verpackung röter aussieht, als es dann ist. Also jetzt in der Kamera sieht es auch eigentlich ziemlich rot aus, ne? Aber so in Wirklichkeit ist es mehr eigentlich so ein Kastanienbraun. Vielleicht noch ein bisschen mehr braun. Also vom Auftrag sind die super. Die haben einen super Applikator, super weich, sehr geil auf den Lippen. Mein Problem ist nur, er stinkt. Also richtig so wie so ein richtig billig Lipgloss aus einer Zeitschrift. So wie früher aus so einer Prinzessinnenzeitung so ein ekliges Lipgloss. So riecht der. Obwohl der total geil im Auftrag ist, total geil auf den Lippen, mega lange hält, stinkt der wie billig. Aber, ne? Wer das eine will, muss das andere mögen. Also müssen wir da durch. So, und mein letzten, den ich jetzt natürlich auch drauf habe, mein super, super, super Lieblingsprodukt ever. Ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich, glaube ich, kein so ein geiles Produkt gesehen wie dieses. Und ich hoffe unbedingt, dass es in Dunkelie kommt, weil ich will alle einfach haben davon. Nämlich von der NYX Lingerie. Da habe ich die Farbe Teddy, glaube ich. Teddy, genau. Lip L-I-10 und es ist göttlich, es ist so geil. Ich zeige euch nochmal Auftrag. Der Applikator ist wieder so wie bei der Suede, also richtig. Also ich brauche keinen Lipliner dafür, ich kann das so fehlerfrei auftragen und ich bin bei Lippenprodukten und bei Lippenstift auftragen so eine Miete. Am liebsten nur Nude-Produkte, damit man sich das irgendwie rüberklatschen kann. Auf jeden Fall, es wird jetzt noch nicht matt, weil es halt noch nicht so schnell trocknet. Aber es ist ein richtig geiles Braun. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. I love it. Es ist so geil. Und der stinkt auch nicht. Es ist mega geil matt. Es ist mega geil im Auftragen. Und man hat auch nicht das Gefühl, wie zum Beispiel bei meinen MAC-Lippenstiften, die ich habe, dass dir die Lippen austrocknen. Du hast einfach das Gefühl, als hättest du gar nichts auf den Lippen. Also, ich bin schlichtweg begeistert mal wieder, meine Freunde der Sonne. Und ja, das war's auch schon. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einmal bitte einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann nicht. Ihr könnt gerne kommentieren, wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, alles gut. Abonnieren wäre auch super lieb, wenn ich euch sympathisch bin. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann!